Ich doch nicht kaputt. Okay, es treffen sich mal wieder die Wissner Brothers vor der Kamera. Wir plaudern jetzt ein kleines bisschen über unsere nächsten Projekte. Zunächst haben wir jetzt am kommenden Dienstag einen kleinen Inspirationsworkshop mit dir, Ingo, oder von deiner Seite mit deinen Möglichkeiten, deinen Fähigkeiten. Und zwar geht es in diesem Workshop um dein, also euer oder deins oder wer auch immer teilnehmen möchte an Oder dem Abend, deins. genau, wundervolles Jahr 2024, trotz aller Voraussagen oder was wir da draußen auch sehen, was auf uns zukommt, was auch übrigens die astrologischen Konstellationen natürlich ein bisschen nahelegen, können wir immer noch entscheiden, wie wir damit umgehen und was wir daraus machen, weil Krise bedeutet ja immer Chance, das wissen wir auch. So, und Ingo macht einen kleinen Inspirationsworkshop und mit dem schönen Titel Dein wundervolles Jahr 2024. So, erzähl mal ein bisschen. Naja, du hast ja schon gerade erwähnt, also dass die Konstellation und das, was medial auf uns einströmt, nicht bloß aus der öffentlich-medialen Welt, auch aus der alternativen medialen Welt, alles andere als verheißungsvoll klingt. Aber die Frage ist, wie nehmen wir das wahr? Und inwiefern sehen wir das, als was da auf uns zukommen könnte, Punkt, 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 Konjunktiv, auch als Möglichkeit wahr? Also da, wo etablierte Gebilde brüchig werden, entstehen ja immer neue Freiräume. Ja, klar. Ja, und es ist also die Kunst, also die eigene Wahrnehmung zu verändern. Und die ist ja oftmals konditioniert, sodass wir immer durch dieselben Fenster gucken, durch dieselben Schablonen, also oftmals. Und jetzt ist die Frage, also wie ist ein Perspektivwechsel möglich? Und das ist jetzt kein Projekt, das ist ein kleiner Inspirationsworkshop, Ralf hat schon gesagt. Also der Blick in mein, in dein, in unser 2024 aus unserer Perspektive. Und dazu gehört also, dass wir, das ist am kommenden Dienstag um 19 Uhr, kleiner Zoom-Workshop. Datum nochmal. Dienstag, der 16. um 19 Uhr. Und da machen wir für alle, die dabei sind, quasi mit den Möglichkeiten und Techniken des Feldlesens erkunden wir innere Wünsche. Ziele möchte ich gar nicht sagen, es wäre vielleicht zu groß, aber bitte auch gerne Ziele, wenn Sie Vorsätze. Vorsätze, ja, ich habe ja gerade einen Newsletter geschrieben, im Würgegriff der guten Vorsätze. Unter anderem erkunden wir, also was ruft denn aus mir heraus oder aus dir heraus in dieses wundervolle Jahr 2024? Und unter anderem prüfen wir und checken wir das dann ganz individuell. Was wird eher ein kleiner Kreis sein? Das ist ja keine Massenveranstaltung. Ist das überhaupt deins? Also wie oft bewegen wir uns im Korsett von den Vorstellungen unserer Eltern, unserer Ahnen, etc., versuchen da irgendwas an Vorsätzen oder sonstigen zu verwirklichen und das hat gar nichts mit uns zu tun. Also es ist deins. Beziehungsweise, wenn es dann deins ist oder wäre, was du dir wünschst und was du vielleicht gerne umsetzen, verwirklichen möchtest, was wirkt denn in dir dem entgegen? Wirkt da überhaupt was entgegen? Wirkt da auch was dafür? Das sind ja alles so Fragen, die kann man kinesiologisch und mit dem Feldlesen ganz gut, auch mit so einer kleinen Workshop-Runde, ganz gut austesten. Und ich gehe davon aus, dass da doch bei einigen der Beteiligten wieder mal ein erheblicher Perspektivwechsel Eintritt sagt, ah, so habe ich mich und meine Welt und Ja. dieses scheinbar düstere Jahr 2024 noch gar nicht gesehen als Möglichkeit. Ja. Also ich glaube auch, das ist auch aus meiner Erfahrung, das ist so, wir sind erstens viel zu viel fixiert auf das, was draußen scheinbar abläuft, scheinbar zwangsmäßig. Wir vergessen, dass wir in einem elektromagnetischen Feld unterwegs sind, was wie ein Gewebe wirkt. Und jeder Gedanke von uns und jeder Impuls und jede Tat und jede Emotion das ganze Gewebe bewegen kann, bis hin zu unserer DNA. So viel haben wir mittlerweile begriffen. Und ich erlebe das auch mit den astrologischen Konstellationen, dass wenn man da auch, sage ich mal, so ein bisschen energetisch reingeht, dass man, die Planeten sind ja zumindest in unserer Vorstellung Grund, dass es da viele Möglichkeiten gibt, eine Konstellation zu sehen und sich zum Beispiel auf einen anderen Punkt zu stellen, innerhalb eines Gewebes, einer Konstellation, einer Thematik. Und plötzlich ergibt sich eine ganz andere Sicht auf die Dinge, wie mit der Kamera, die man beim Film umstellt. Ganz andere Szene plötzlich. Eine ganz andere Szene kann aus einem Drama, kann eine Komödie werden. Und wir fangen an zu lachen. Ja, gibt es viele Möglichkeiten. Genau. Ja, ich kann die Konstellation als Katastrophe erleben, aber ich kann sie auch als Befreiung erleben. Egal wie die aus der klassischen Betrachtung, wie auch immer, die Konstellation besetzt ist in der Formulierung. Mars-Pluto ist ja in der Regel keine Konstellation, die gefeiert wird. Ja, zum Beispiel. Oder Mars-Saturn oder Saturn-Uranus, etc. Also hier geht es in dem kleinen Workshop um Perspektivwechsel, um das Wandeln und Verändern der inneren Wahrnehmung, sozusagen herauszutreten aus dem Kontext, in dem du dich normalerweise in der Selbst- und Weltbetrachtung bewegst,
und sozusagen an einen anderen Punkt zu stellen und zu sagen, oh, das ist ja ein ganz anderes Dasein, was ich da entdecke. Ja. Also ich habe es letztens als so ein Bild beschrieben, wenn wir uns vorstellen, der Idee mal nähern, als spielerischer Gedanke, dass jeder von uns in einem Haus lebt, also das, was ich als Lebenshaus bezeichne. Das hat ganz, ganz viele Fenster, aber sehr viele von uns sind geneigt, das Leben immer nur durch ein einzelnes oder durch eine ganz kleine Anzahl von Fenstern zu betrachten. Das Kellerfenster. Das Kellerfenster. Auch ein Kellerfenster kann ja schön sein. Wenn der Ausblick eine Primel steht da. Ja, aber das kann ja, ich meine jetzt mal so ein Fenster, wenn ich jetzt, ich habe 100 Fenster oder 100.000 Fenster in dem Haus, ich gucke immer durch 5. Das erste, was ich wähle, wo ich besonders gerne durchgucke, das ist mit schwarzer Folie zugeklebt. Ja. Da gucke ich die ganze Zeit durch dieses Fenster, die Welt ist grau und so weiter. Der erste Schritt könnte sein, das Fenster zu öffnen. Dann erscheint das, was hinter der Folie durchschimmert, schon mal in ganz anderem Licht, wortwörtlich. Vielleicht steht ja plötzlich dann ein hübscher Nachbar. Und vielleicht ein hübscher Nachbar oder eine Nachbarin, je nachdem. Ja. Oder wir schauen in die anderen Fenster, also die wir vielleicht noch gar nicht bemerken, obwohl wir wissen, dass sie da sind. Oder wir entdecken ganz neue Fenster. Ja. Das sind alles Perspektivwechsel. Und das spielt dann eben auch in diese Idee von dem kleinen Workshop, dein wundervolles Jahr 24, mit hinein. Also welche andere Perspektive, welches andere Fenster kannst du in dir, in deinem Lebenshaus für dich entdecken, was dir vielleicht wichtige Impulse gibt und sagt, hey, 24 bietet nicht bloß vermeintlich Grauenvolles, sondern auch riesige Chancen. Ja, klar. Was mir noch wichtig ist, vielleicht auch zu sagen, diese Perspektivwechsel sind ja nicht bloß intellektueller Natur. Nee, das ist ja wirklich, das zeigt ja auch die Erfahrung, dass wenn wir die Wahrnehmung shiften, wenn wir die verändern, wenn wir die schieben, dass automatisch das energetische Feld, was ich eben so beschrieben habe, jedenfalls in meiner Erfahrung, sich komplett ändern kann in kürzester Zeit. Ja, weil, Wahrnehmung ist zugleich Projektion. Und damit verändern wir alles. Und das sollte man echt bedenken immer wieder. Und das Zweite, was vielleicht noch wichtig ist, das hattest du kurz angesprochen, das, was wir da mit uns rumtragen, sind es unsere eigenen Wahrnehmungen oder sind es fremde Wahrnehmungen? Wir haben jetzt viel, ihr noch mehr als ich, aber ich fange jetzt auch langsam an, das im Horoskop zu testen und zu entdecken. Wo sind denn wirklich fremde Energien drauf? Von Oma, Opa, vom Nachbarn, von irgendwo an der Bushaltestelle. Wir machen die Erfahrung gerade, ihr macht es am laufenden Band. Nehmen wir fremde Energie mit auf und in diesen Energien, mit diesen Energien gucken wir in die Welt oder fühlen uns völlig verschoben. Und das ist auch ganz wichtig, wenn wir davon was loswerden, von diesen Ladungen, von diesen Feldern, von was auch immer, verstorbene Seelen, verstorbene oder was auch immer, dass sich dann alles maximal verschieben kann in kurzer Zeit. Ja, sehr schnell oft. Ja. Vielleicht bloß als Hinweis, wenn Ralf von ihr spricht, dann spricht er nicht, weil ich eine motive Persönlichkeit bin. Was? Sondern es ist also meine Partnerin Jule und wir arbeiten halt in bestimmten Feldern viel zusammen und dann ergibt sich das dann halt in der Betrachtung. Und das ist genau das, dass also ein Perspektivwechsel keine intellektuelle Art und Weise ist, die Welt neu zu analysieren, sondern sie neu wahrzunehmen. Und das kann also auch einen ganz enormen Schub der Freude und der Motivation sein. Wenn etwas solche Freude macht, so einen Spaß macht, dann ist sofort ein ganz anderer Raum da zugänglich, eine ganz andere Kraft zugänglich. Die Möglichkeiten, die sich vielleicht bieten, nicht bloß zu betrachten, sondern sie auch in Angriff zu nehmen sozusagen oder sie werden und gestalt werden zu lassen. Ja, und insofern ist das, was jetzt draußen abläuft, was dieses Jahr sich immer mehr ausbreiten und entfalten wird, durchaus auch zu verstehen als Katalysator. Ja. Also man kann es wirklich so sehen, vor allen Dingen, wenn man die energetischen Ladungen ist, die einen vielleicht binden an eine negative Möglichkeit, dass sich die Dinge entwickeln, kann es wirklich ein Katalysator werden. Ja. Davon gehen wir aus. Jetzt ganz kurz noch zu meinen Sachen. Am Freitag, dem 19., mache ich das nächste astrologische Seminar. Das wird ein ganzer kleiner Kurs von wenigstens 4 Abenden. Und zwar werden wir uns um die Elemente kümmern. Ja, und zwar die Elemente, wie ich sie verstehe im Horoskop, sind Lösungsalgorithmen, sind Lösungswege. Und wir werden am Freitag mit der Erde beginnen, mit dem Erdelement und dann weitergehen durch alle Elemente, sodass wir, wenn wir in das Horoskop gucken, anhand der Vertreter der Elemente, der entsprechenden Planeten, Steinbock, Stier, Jungfrau und so, können wir dann gucken, was da anhand dieser 3 Elemente an Lösungsmöglichkeiten, Algorithmen im Horoskop drin sind oder in einem Fragehoroskop oder Augenblickshoroskop. Und vielleicht noch der Hinweis, dass ihr auch in letzter Zeit vermehrt Klienten mit Klienten arbeitet an Fremdbesetzungen, Fremdfeldern, solche Sachen, dass das relativ intensiv abläuft und
dass ihr das auch in Einzeltermin macht. Ja? Ja, ist jetzt nicht Thema des Abends, aber kann natürlich mit angeschnitten sein. Bloß als Thema, dass ihr damit arbeitet. Hm? Okay, das war's jetzt von uns wieder mal. Ja, und wenn wir uns jetzt nicht sehen, also wir jetzt, also am Dienstag zum Beispiel, dann wünsche ich dir schon mal ein wundervolles Jahr 2024. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, wünsche ich dir auch. Ja, gut.